Boris Becker packt über seine Zeit im Knast aus. 7 Monate sitzt der Ex-Tennisprofi im Gefängnis. Jetzt gibt er sein erstes Interview. Darin berichtet er unter anderem vom schweren Abschied von seinen Liebsten. Wir haben uns vorher lange in den Armen gehalten und natürlich geweint, uns das Beste gewünscht. Brutaler geht's kaum. Das Schwierigste war mit meiner Partnerin, weil ich ihr natürlich auch offen gesagt habe, meine Liebe, du musst nicht auf mich warten, du bist eine junge Frau. Im Knast geht der Albtraum für ihn weiter. Der vierfache Vater muss um sein Leben fürchten. Ein Häftling wollte mich umbringen. Er saß schon über 16 Jahre im Gefängnis. Der wollte mir an die Wäsche und hat mir verbal alles erklärt, was er mit mir machen wird. Bereits zuvor stuft man den einstigen Sportler als High Risk ein. Er bekommt eine Einzelzelle. Der einstige Wimbledon-Champion kommt unbeschadet davon. Die wohl härteste Zeit seines Lebens hat dennoch etwas Gutes. Das Verhältnis zu seinen Kindern ist jetzt besser. Vor allem die Beziehung zu Tochter Anna Ermakova. Ich habe noch nie so oft und regelmäßig mit meiner Tochter gesprochen wie im Gefängnis. Es brauchte ein Gefängnis, dass wir uns so nahe gekommen sind wie nie zuvor in Freiheit. Wir haben uns jede Woche unterhalten. Wunderbares Mädchen. Nach dem Knast wünscht sich Boris nun weitere Kinder. Doch vorerst genießt er einfach seine Freiheit.